Stadion Essen an der Hafenstraße. Der dritte Spieltag in der Regionalliga West. Allerdings erst das zweite Spiel für die Hausherren, für die Gastgeber am heutigen Abend, für Rot-Weiß Essen. Rödinghausen geht in sein drittes Spiel. Zwei Siege bisher auf dem Konto. RWE verlor zu Hause gegen Wienbrück 0:3. Nach der guten Leistung im DFB-Pokal vergangene Woche, die Essener Fans natürlich erwartungsfroh. Man darf gespannt sein, was die ca. 7200 Zuschauer hier geboten bekommen werden. Erste Szene, Freistoß für Essen durch Benjamin Bayer. Der Ball kommt rein in den 16er. Gino Windmöller verpasst hier diese Chance. Dann Rödinghausen über Kalkan, über Sören Sieg. Mit dem Versuch mal aus ein paar Metern. Robin Heller, der stand heute etwas weiter vor seinem Tor. Kasim Rabihic im Zweikampf nun mit Sören Sieg. Da gewinnt er zunächst. Dann Jakubiak. Bülter, das Spiel geht weiter. Und dann sieht man die Intensität dieser Partie, das Foulspiel dann an Jakubiak. Es ging heiß her hier in Essen. Schiedsrichter Andreas Steffens hatte alle Hände voll zu tun mit dieser Partie. Dann Veselinovic. Dann ging es schnell über Cello Diallo. Und er hat das Auge für Marius Bülter. Gute Möglichkeit für Rödinghausen. Die erste sehr gefährliche Chance. Aber Robin Heller kann seinen Kasten sauber halten. Dann Cebio Soku. Macht er stark in dieser Szene. Zieht zum 16er. Bodicke verpasst hier zunächst. Ball wird abgelegt und dann Schönwälder. Mit der Parade, aber abseits, wird angezeigt. Kurze Pause für taktische Korrekturen von Mario Ermisch. Dann wieder RWE. Marvin Stuttrucker kommt hier an den Ball und legt ihn sich vorbei an Marcel Lehnemann. Kommt dann zu Fall. Und Steffens entscheidet auf Strafstoß. Mario Ermisch kann das nicht so ganz fassen. Wir gucken es uns natürlich in der Wiederholung an. Wir sehen hier keine eindeutige Berührung durch Lehnemann. Diese Entscheidung also fragwürdig. Moritz Fritz tritt an zum Elfmeter gegen Jan Schönwälder. Und verschießt. Der Ball geht an den linken Pfosten und der Nachschuss geht auch vorbei. Glück für Rödinghausen. Weiterhin 0:0. Dann diese schöne Kombination über Jakubiak und Diallo. Und Jakubiak, der sieht da oben Angelo Langer. Aber der trifft nur das Außennetz. Gute Möglichkeit für den SVR, das Ganze kurz vor der Pause, dann war Halbzeit 0:0 nach den ersten 45 Minuten. Der zweite Durchgang dann über Diallo, über Bülter, der hat Platz und Raum für einen seiner Sprints. Marius Bülter, der sieht noch Veselinovic, aber schwierig für ihn den Ball da gut zu treffen. Aber Essen war noch dran, gab Eckball für Rödinghausen über Evers. Ball kommt flach hinein, scheint zunächst geklärt. Und dann hat Diallo mal Platz und versucht's. Guter Versuch aus der Distanz. Der war gar nicht so ungefährlich. Evers mit dem Einwurf auf Jakubiak. Und der setzt an zum Solo. Und sieht dann Angelo Langer. Und der versucht es aufs lange Eck diesmal. Ball geht knapp vorbei. Vorher stark durchgesetzt. Guter Pass von Jakubiak. Und dann Diallo auf Bülter. Es geht Schlag auf Schlag. Marius Bülter versucht selbst Pfosten. Wieder eine ganz große Chance für Rödinghausen. Und Rot-Weiß Essen musste jetzt reagieren. Ein langer Ball in die Spitze. Marcel Platzek mit dem Schuss und Jan Schönwälder ist da. Starke Parade. Marcel Platzek versucht es hier, aber scheitert an Jan Schönwälder. RWE im Aufbauspiel. Aber Veselinovic, der holt sich jetzt hier den Ball. Und jetzt Sören Sieg. Und was für ein Tor von der Mittellinie. 73. Minute, das 1:0 für Rödinghausen. Den muss man erstmal so machen. Heller stand weit vorm Tor die ganze Partie über. Er hatte es schon in der ersten Halbzeit versucht. Und jetzt gucken wir es uns nochmal an in der Wiederholung. Veselinovic und dann Sören Sieg von der Mittellinie. Geht der Ball über Heller in den Kasten.
Was für eine Distanz aus 50 Metern dieses Tor. Kandidat für das Tor des Monats. Heller sah da nicht gut aus in dieser Szene. Aber die Antwort von Rot-Weiß Essen ließ nicht lange auf sich warten. Freistoß zunächst auf der Außenbahn. Kann sich dann dort Tolga Çokhusan durchsetzen mit der Flanke auf Gino Windmüller und da ist der Ausgleich. 77. Minute, das 1:1 für RWE. Windmüller kommt da an den Ball per Kopf. Keine Chance dann für Jan Schönwelder und Rödinghausen reagierte nochmal nach Schlottke. Und Langemann kam Markus Smarzoch in die Partie. Dann noch einmal Rot-Weiß Essen über Soku mit dem Fehlpass. Und Björn Schlottke, der setzt nochmal an. Was für ein Sololauf. Björn Schlottke, Schlottke immer noch am Ball und er sucht Veselinovic. Findet ihn aber nicht, dennoch eine gute Aktion. Und gleichzeitig die letzte im Spiel. Sören Sieg trifft von der Mittellinie, aber das reicht am Ende nicht, denn Rot-Weiß Essen kann zurückkommen. 1:1 heißt es am Ende an der Hafenstraße. Ein Ergebnis, was für Rödinghausen als Tabellenführer völlig in Ordnung geht. Für Rot-Weiß Essen eher unbefriedigend.